Und er sagt so, okay, wir sind beide einsam, aber sie hat ein Problem gehabt, weil sie hatten eine Beziehung, nachdem ihr Mann mit dem Gorilla durchgebrannt ist. mit dem Gorilla, Alter. Also ich weiß nicht, der war ein bisschen affisch drauf, der Kerl. Ach so, okay. War wahrscheinlich selber einer. Nur noch Treppen. Das ist kacke. Hier unten sind noch Steinziegel 36. Oh, okay. Das ist gut, dass sie dort unten sind. Yep, die sind hier in der Truhe. Die Truhe ist sowieso voll. Warum auch immer. Frag mich nicht. Okay. Das ist stark. Was hab ich? Ich weiß gar nicht. Ich habe also das Material einfach dort unten liegen lassen. Ist jetzt egal. Ich mache jetzt einfach hier mal diese Kontur fertig. Ich weiß jetzt, hab's jetzt raus. Bin jetzt gleich fertig, weil ich jetzt weiß, wie ich es mache. Und dann muss ich ja eh nochmal hoch und. Ja. Jo. Mach mal. Man muss ja auch nochmal Stufen machen, weil das hier wird nicht reichen. Ach, ist ja schon mal meine Spitzhacke weggeschmissen. Ach ja. Immer diese Knöpfe. Dumme Knöpfe, blöde Knöpfe, yay, hey, hallo. Hi. Oh, hast du zwei verschiedene Zäune gebaut? Ne, was jetzt besser passt, ich finde das Dunkle passt besser. Und wir müssen dann halt hier, wegen dieser Kante hier, die hier, diese Scheiße, verbindet sich der Zaun immer, müssen wir einen Block weiter hier irgendwie gehen. Wollte ich hier einen machen, aber mir hat es gefehlt. Achso, okay. Ja, hier, weil sonst der Zaun sich mit der Wand verbindet. Das sieht doof aus. Ach so, ja, stimmt, richtig. Hier, so an der Ecke, verbindet er sich. Mhm. Und ich finde, das Dunkle sieht ein bisschen besser aus als das Helle. Also du brauchst jetzt noch einen Stein quasi, ne? Genau. Habe ich sogar. Ich habe zwei noch. Ja, das Dunkle finde ich auch besser. Ja, das Helle macht es wieder zu niedlich. Ja. Ja. Gerade noch bei Tageslicht hier, ey. Da kommen wir jetzt, ja, runter geht, dann ne, stoßt sich eben nur die Birne. Ist ja egal, ist ja. Ja, genau, das wollten wir ja so ein bisschen auch. Genau, damit sie besoffen da runtergehen und. Weiß nur nicht, ob wir die Treppenstufen dann später auch aus diesem dunklen Holz machen oder so. Dass die auch so ein bisschen. Das würde voll cool aussehen. Na, so. Gell, das meine ich nämlich ja. auch. Ja. So richtig so, du gehst in den Abgrund da, dieses dunkle Holz. Wow. Genau, so wie so ein Schiffskajüte oder so. Ja, sowas, genau, finde ich voll cool. Stell ich mir gerade auch vor. Würde das super Schiff passen. Würde ich auch mal gerne noch bauen. Das wäre krass. Ich habe mal so ein Boot gebaut, so ein Segelboot auch mit dem Mast und so alles. Das kann man schon cool machen. Ne? Ich habe auch schon Nachbauten von der Titanic gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob da Mods oder sonst was im Spiel sind. Ich habe mir die Videos nicht angeguckt. Ja. Komm, gehen wir einfach mal runter. Die Folge ist jetzt eh gleich rum. Gucken uns das Ganze mal von unten an oder so weiter unten, wie das aussieht. Mit einem Trampolinsprung ins. Ah, stimmt, warte mal. Etwas mache ich aber noch schnell. Weil so sieht's blöd aus, weil. Ist ja noch nicht mal annähernd. Das sieht natürlich viel, viel besser aus. Ja. Den falschen Block benutzt. Das ist doch wie so ein Pickel am Haus. Dach kommt ja eins weiter. Weil ansonsten ist das ja. Muss ich aber auch nochmal überlegen, wie ich das hier mache. Habe ich schon gerade keinen Bock mehr drauf. Wenn ich hier eins. Ich lasse das jetzt. Das sieht cool aus. Ich lasse das jetzt einfach nur bei diesem einen dabei, weil ich brauche das andere noch für das andere Dach. Damit man halt. Und dass man jetzt mal von unten mal so sieht, wie es dann jetzt so wirkt. Ich versuch's ja diesmal. Normal baue ich immer nur von zwei Seiten ein Spitzdach hoch, siehst du ja hier bei den anderen Dächern, ne? Mhm. Und das ist ansonsten so stufig, aber hier gehen wir jetzt auf allen vier Seiten rundherum stufig hoch und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert an den Ecken immer. Boah, ja. Alter, das ist eine krasse. Aber ja. Ich denke, das sieht dann cool aus auch. Mir gefällt's bis jetzt super. Yay! Ja, wir sind mal weit gekommen. Ohne Scheiße zu machen. Aber da haben wir auf jeden Fall noch viel vor, wenn wir da noch unten so. Gut, ich meine, das werden jetzt keine ausgiebigen Zimmer mit großer Inneneinrichtung. Das werden auch wirklich so miese Schlupflöcher für dreckige Gauner sein. Und sowas hast du in der Nachbarschaft, ey. Ja, du bist ja immer da. Was? Ich habe gerade gar nicht richtig gehört, was du gesagt hast. Ist besser so. Okay.
Irgendwie sieht das aus wie so ein Atomschutzbunker. Aber ja, gut, das Dach geht nochmal ein bisschen höher, ne? Geht ganz rundherum ja noch raus. Und dann können wir ja noch gucken, dass wir irgendwelche Außendetails können wir ja ganz am Schluss dann auch noch irgendwie ranklatschen. Wie gesagt, die Gitter, wo wir noch vorhaben, das macht dann ja auch noch mal was her. Richtig, ist ja erstmal so das Grund. Also kann man es sich schon mal angucken. Und man sieht auch, wo der Haupteingang ist. Man sieht auch den Erdpimmel da hinten. Lol. Sieht aus wie so ein halber Pokéball. Okay. Ja. Okay. Das sieht ja aus, als hätte ich das erste Mal halbwegs rund gebaut, das Dach, wenn man jetzt so weiterdenkt. Ja, so, das sieht schon hier rund aus. Weiter rechts, ne? Wenn das ist fast schon rund gebaut. Ja. Krass. Sonst sind ja deine immer mehr so länglich. Weißt du, wie sich das, wie das aussieht? Ich finde das wie diese Kopernikus Sternoskop. ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es auch, aber auch nicht sagen. So oben können wir bald oben mit dem Teleskop nach Satelliten und Kometen suchen, die unsere Welt zerstören. Ja, yeah, endlich geht die Welt unter. The end is near. Here. Hui. Und das ist eigentlich auch das Stichwort. Das Ende ist nah. Hier ist schon zugegangen. Sorry. Scheißtür. Ja. Ah, guck das mal, das Ende. Hast du ja. Das ist ja neu, seit du dabei bist. So roten. Genau. Und da oben. Das ist mir aufgefallen. Ich die ganze Zeit, wow, das sieht anders aus. Ein bisschen was. Ich könnte dir gerade noch zeigen. Wir können ja auch ein bisschen in der Folgenlänge immer variieren, weil wir haben jetzt ja Press nur 15 Minuten. Es kann ja ruhig mal 16 oder 17 Minuten auch gehen. Ja, warum nicht? Mal gucken. Dann zeige ich ja mal hinten mein Anwesen. Rüste mich mal mit dem Schwert aus. Ich traue dir der Nacht nicht. Ja, genau. Das ist nur die Idee. Und Bogen. Gib mal gerade Rückendeckung, während ich Bogen hole, falls ein Creeper hier kommt. Kleine Terroristen. Terroristen. Jetzt. Stimmt, da hätte ich deine Hilfe gebraucht. Das hat nämlich fast eine ganze Folge gedauert, was ich bis jetzt hier an Erde ausgegraben habe. Krass. Alter. Das wird mein Anwesen. Ich hab's echt ganz. Deswegen hier ist das ganze Akazienholz auch, ne? Deswegen habe ich es auf Vorrat. Das Holz sieht aber schon geil aus. Ja, ich denke, das wird für ein Anwesen sieht das auch ganz cool aus, von der. Ja, es sieht echt nicht schlecht aus. Hat was. Und ich will natürlich noch eine Etage draufbauen. Ja, natürlich, wenn man was nichts zu tun hat, ne? Ja, ich also habe das extra alles ein bisschen größer gemacht. Da ist ja gedacht, dass hier auch nur eine Eingangshalle ist, wo nichts ist, außer eine Treppe für hoch. Wow, toll. Super. Da darf nicht so kleinkarätig denken. Ich will eine Küche bauen, also eine richtig eingerichtete Küche, dann, wo ich dann auch ein bisschen Detailverliebtheit machen kann, weißt du? Deswegen, ja. Ja, warum nicht? Was soll man mit kleinen Eingangshallen und Häusern und etc.? Einfach mal so Riesenteile bauen. Genau. Oh, ist da hinten ein Creeper hinterm Baum gewesen? Hey, du Schiff, ich hab dich gesehen, oder? Ne, ich hab Halluzinationen, glaube ich. Hallos. Aber echt gewaltig. Meine neue Freundin habe ich auch noch nicht vorgestellt, oder? Was, du hast eine Freundin hier? Ja, hier, guck. Ach, da steht einer. Die ist zu mir gezogen. Oh, hier ist eine Begrüßungstruhe, da sind Äpfel drin, die hole ich gerade mal mit. Und wie heißt die Gute? Warte mal, ich muss mal fragen. Ich weiß nicht. Ich hab dich vergessen zu fragen, gell? Wie heißt du denn? Hm? Ja. Ah, Stella. Okay. Stella? Ja, sie, Oh! Oh! Oh, lol! Sie war einsam, Alter! Was ist hier für ein Geräusch? Das ist ein Enderman. Ich weiß nicht, wo der sich gerade rumportet, aber ich höre nichts mehr. Es ist wie, als wenn ein Helikopter neben mir starrt. Ja, sie hat mir erzählt, ihr Mann ist durchgebrannt mit einem Gorilla. Und da sagte ich, es ist gar nicht so schlimm. Und dann hat sie gemeint, sie ist einsam. Habe ich gesagt, ich auch. Ich bin nachts nicht niemand zum Kuscheln. ich wünsche immer meiner. Ich kuschel mich immer in mein Kissen und flüster meinem Kissen ins Ohr: Guten Nacht, Schatz. Also nicht ins Ohr, in die Knopfleiste. Okay. Und dann sagt sie: Okay, wir sind beide einsam. Aber sie hat ein Problem gehabt, weil sie hatten eine Beziehung, nachdem ihr Mann mit dem Gorilla durchgebrannt ist.
Vor allem mit Norella, Alter. Also ich weiß nicht, der war ein bisschen affig drauf, der Kerl. Ach so, okay. War wahrscheinlich selber einer. Und da hat sie, da hat sie mal halt noch erzählt, dass sie eine Beziehung hatte und ein Problem hat, dass wir eigentlich keine Beziehung führen können, weil sie krank ist, weil, die Beziehung, die sie vorher hatte, der Typ war ein Zombie, ne? Zuerst macht sie mit einem halben Affenmenschen rum, dann mit einem Zombie rum und der hat sie gebissen und dann war sie zombifiziert. Okay. Und dann habe ich eben meine medizinischen Fähigkeiten à la Dr. Spooky Stein, habe ich mal komplett durch den Kopf gehen lassen und habe ihr dann einen Heiltrank gebraut und sie von ihrer Zombie-Erkrankung befreit. Und seitdem läuft sie ja draußen rum und keine Ahnung, redet nicht mehr mit mir. der sie gerettet hat, redet sie einfach nicht mehr mit dir. Ja, es ist immer so. Die Leute, die am meisten retten, die werden nie gerettet. Ja. Aua! Deswegen gehe ich mir jetzt einen Polarbären suchen. Stimmt, wollten wir eigentlich auch machen. Deswegen bin ich gerade hier ein bisschen im Wintergebiet unterwegs. Oh, ich muss was essen, ich habe aber nichts zum Essen ausgerüstet. Willst du was haben? Ich hab schon Essen, nur nicht ausgerüstet in der Schnellreise. Jetzt hört immer auf, mich hier zu streiten. Oh, pass auf, da kommt ein Explosiv. Hannes, oh, ich weiß nicht mehr, wie mein Pfeil ist. Spannend. Alter, tschock. Puh. Story of my life, Bro. Yeah. Ja, nee, die verkauft, die gibt mir aber ab und zu Smaragde für Bücher und für Papier, die Olle, die Stella oder wie auch. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ja, Stella. Zombie. Zombie-Lover. She's a Zombie-Lover. Yay, yay, yay. Alter, was ist denn hier los mit Creepern? Oh, da kommt ein Terrorist links von dir. Geh mal was weg. Ausgeterrort. So, okay. Uah. Geh doch weg, du Eierkopf. Du. Das war eigentlich ja schon fast eine Halloween-Geschichte. Also bis jetzt sehe ich mal keinen Polarbär. Aber ich weiß auch nicht, ob der jetzt hier in diesem Gebiet spawnen kann, weil die Welt ja schon, aber eigentlich ja doch Mob können ja eigentlich immer dann. Ich weiß aber nicht mehr, ob das hier ein Schneegebiet ist, so wie das gerade hier aussieht. Eher das. Gute Frage. Mit Sand? Ja, aber gut, der Sand war. Es kann natürlich sein, manchmal haben sich bei Updates die Biome verschoben. Okay. Was ist denn hier los? So, okay, da hat der Krüger mich damals gesprengt, stimmt. Das sieht man. Sieht sehr merkwürdig aus. Okay, komm, gehen wir zurück ins Lager. Yay! Zeit für einen Polarbär zu suchen. Leider, können wir ja irgendwann mal nochmal machen. Genau. Wir gehen ja eh mal zusammen auf Erkundungstour gehen, das macht bestimmt auch mehr Spaß. Weil genau. Es ja neue Gebiete dann geben muss oder beziehungsweise neue Materialien. Es muss auch jetzt als Strukturen können Iglus vorkommen. Echt? Ja, genau, so wie sonst Villages oder Villages und so können Villages. Villages. können jetzt auch Iglus generiert werden in der Umgebung. Es gibt Ozeanmonumente, aber die gibt es schon seit dem vorletzten Update, aber habe ich eben auch noch nicht gesehen. Reaper. Ja, ich sehe es. Und roter Sand zum Beispiel. Keine Ahnung, wo man den herkriegt, ne? Ah, guck mal hier von hier. Was? Ich habe ein Problem, der verfolgt mich. Oh, warte. Hau ab! Ah, falscher Knopf nochmal. Da ist ein Baum! Voll auf dem Baum! Bastard. Und tschüss. Yep. Oh, guck mal, beim Mond, ey. Die schmierige Taverne, obwohl die ist noch ein bisschen zu hell von außen beleuchtet, glaube ich, mache, glaube ich, auf jeder Seite auch nur eine Fackel oder so. Eine Fackel, ja. Ja, wie ist vorne, so. Auf der Vorderseite habe ich nur eine. Ja, ist sonst ein bisschen zu hell. Mhm. Soll ja so düster auch von außen. Ja, das sieht aber gut aus. Dann passt genau auf den Berg, ne? Als hätten wir das ausgemessen. So, komm, wir gehen hier rein, ist scheißegal. Na, ich lasse einmal die Tür offen. Die gehen ja nicht automatisch zu. Gott sei Dank. So, Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schaut mal bei der Elisa vorbei und das nächste Mal erwartet euch das Halloween-Special. Elisa, auch noch ein paar Worte. Schaut bei Spooky vorbei, der macht coole Videos, 7 Days to Die und sonstiges. Ist immer lustig zuzuschauen, dieser Verrückte. Immer lustig. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Zuzuschauen. Ich trinke mal noch einen Schluck Tee. Boah.
Bis zum nächsten Mal. Hey, du hast das Gewehr da abgeschossen. Ich weiß, hab ich ja gerade gesagt. Hast du nicht gehört. Ich habe nur gehört, du hast irgendwas kaputt geschossen. Ja, das war das. Toll. Demolition Man. Yay. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Elisa. Yay, tschüss. Ciao.